Was geht's, Lordemge hier? Bevor das Video startet, möchte ich euch nur sagen, dass ich fast täglich auf Twitch streame. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute natürlich mal wieder mit Azrael, wie soll's auch sonst sein. Im Hintergrund seht ihr gerade einen Shop, den wir stellen. Da haben wir relativ viel gefarmt. Ein paar grüne Drachenbohnen, FBs und. Haben auch noch ein paar Kostüme drin, da ich wieder auch ein paar Kisten aufgemacht habe. In der Hoffe auf ein 60-Tage-Kostümset, was leider nicht funktioniert hat. Hier übergeben wir jetzt noch einmal den Gewinn an den lieben Giveaway-Gewinner vom Emerald Giveaway. Vom, glaube ich, das zweite oder dritte Video, wo ich gemacht habe von Azrael hier wieder. Da übergeben wir ihm gerade alles nochmal herzlichen Glückwunsch an dich. Er hat das sehr gerne entgegengenommen, das bringt ihn auch gut weiter. Hat er gemeint, ich habe das verifiziert, indem ich ja gemeint habe, er soll mich mal bitte in Discord adden. Und habe ich mal ihn drum gebeten, bitte Bildschirmübertragung anzumachen, und dass er mal den Kommentar editieren soll, weil so konnte ich am besten verifizieren, dass er es auch ist. Tatsächlich haben mich auch insgesamt noch 7 andere Leute angeschrieben, die sich für ihn ausgegeben haben. Da muss ich halt wirklich mal sagen, das ist schon echt assi. Weg, sorry dafür, dass ich das gerade so sage, aber... Ja, ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll, dass man hier einfach sich als jemanden ausgibt, aber ist wohl in der Mädchens 2-Szene so normal, I guess? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, weiß ich nicht warum. Da muss ich einfach sagen an die Leute, die das gemacht haben, schämt euch, ich finde das überhaupt nicht geil, sowas. Muss halt einfach mal gesagt werden, ganz ehrlich. Deshalb... Ja, macht so eine Scheiße. Ich verstehe es nicht, wieso man sowas macht. Hätte ich nicht richtig aufgepasst oder dann... Ja, ne? Wie soll ich sagen? Dann hätte jetzt vielleicht die falsche Person das Giveaway-Paket bekommen. Aber zum Glück, mir ist das schon ganz damals in der Vergangenheit einmal widerfahren, so eine Aktion. Deshalb, ja... Konnte ich da gut aufpassen, also habe ich das halt auch so gemacht, dass ich gesagt habe, mach mal Discord-Bildschirmübertragung an, versuch mal den Kommentar bitte zu editieren. Hat auch am Ende geklappt alles, hier hat er noch die ganzen Sachen erhalten. Tatsächlich war es halt so, dass sein Inventar wirklich massiv voll war und deshalb war der Clip auch so lange, aber ist auch gut, dass der Clip so lange war. So konnte ich euch gerade nämlich ein bisschen davon erzählen. Hier kriegt er jetzt noch den Rest der Sachen, die ich am Start hatte. Er hat gemeint, ist es sehr geil, jetzt kann er sich Core-Farmer machen für DT. Das Equipment ist ja grob auf Core-Farm ausgelegt, also ich habe es zumindest so versucht. Deshalb, ja, er hat sich immer sehr viel gefreut und ich wünsche damit viel Spaß und viel Glück, dir was aufzubauen. Im Hintergrund versuchen wir jetzt mal ein paar Mob-Rüstungen herzustellen, da es langsam Zeit wird, dass wir uns auch an die Mob-Rüstung machen. Deshalb schauen wir jetzt mal nach. 2 Versuche haben wir mit 5%. Erster, zweiter und hat irgendwie was geklappt. Schauen wir mal. Leider nicht. Schade, schade, schade. Hier haben wir auch noch ein paar Genies gefarmt, haben wir uns ein paar gebundene Schlüssel, nehme ich jetzt langsam mal zugelegt, damit wir den Drache auch öfters farmen können. Auf jeden Fall mindestens einmal am Tag ist unser Ziel. Deshalb farmen wir die gerade. Blutsteine droppen die ja auch, die können wir auch ganz angenehm verkaufen. Kriegen wir auch nochmal ein bisschen Yang von mit Muscheln. Ja, könnte man auch verkaufen. Wie gesagt, Kleinvieh macht Mist, so sehe ich das halt. Deshalb nehmen wir die auch gerne immer wieder mit. Muss halt wirklich sagen, Genies Farm ist wirklich angenehm, geht relativ schnell. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht die Eishexe zu farmen, aber mit 105, beziehungsweise jetzt hätte ich schon ein bisschen höher als 105, Hashtag Spoiler. Weiß ich halt nicht, ne? Ich glaube, droppen tun wir davon tatsächlich nichts mehr. Ich glaube, bis 105 hätten wir, glaube ich, noch bei der Eishexe gedroppt. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Aber jetzt sind wir eh schon zu hoch, deshalb können wir die nicht mehr mitnehmen. Und ich weiß auch nicht mehr, gar nicht ganz ehrlich, ob das überhaupt noch sehr viel lukrativ ist, die Eishexe zu farmen. Ist schon lange her, dass ich sie gefarmt habe, deshalb weiß ich das tatsächlich nicht. Wiederum gute Nachrichten für euch, für die Qualität der Videos. Ich habe mir jetzt mal endlich einen Popschutz besorgt für das Mikrofon. In den letzten Folgen habt ihr ja manchmal gehört, dass... ja, die Mikrofonqualität ab und zu mal ganz kurz abgesackt ist. Liegt einfach daran, dass ich dann zu nah am Mikrofon war und auch halt keinen Popschuss hatte. Das hat sich jetzt geändert. So, ich hoffe, dass die Qualität des Mikrofons für euch jetzt noch besser ist. Da bin ich ja immer noch aktiv am Verbessern. So, hier haben wir jetzt nochmal 2 Versuche für eine Mob-Rüstung. Erste haben wir gedrückt, dann die zweite mit 10%. Hoffen wir mal.
Schauen wir mal, zack. Und hat irgendwas funktioniert? Leider wieder nicht. Leider Gottes, ja. Und danach haben wir uns gesagt, wisst ihr was, fuck it, wir kaufen uns eine Mob-Rüstung. Hier haben wir meiner Meinung nach eine ganz billige gefunden für 18 Bonn mit 1,5k TP, 50 AB und 6.7. mit Angriffsschaden vom Boss minus 1% und noch TP im 7. Boni. Für 18 Bonn fand ich das ganz geil. Und hier, das habe ich leider nicht aufgenommen rechtzeitig, aber ich habe mir auf dem Markt eine Welpie gekauft. Eine, habe sie geöffnet und habe von einer Welpie ein Porky bekommen. Ganz geil, weil dafür musste ich da nicht cashen. Es gab nämlich an dem Tag Welpies im IS. Und hab mir gedacht, yo, weißt du was? Kaufen wir uns mal eine auf dem Markt. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, was soll ich sagen? Haben wir dann easy peasy ein Pet gezogen. Wir haben uns jetzt auch gerade noch ein HTA 9 besorgt. Mit TP, Orks, TP Absorb und Death. Ja, unser HTA war plus 4, also ich wollte unbedingt 1 plus 9 haben, da haben wir uns jetzt mal 1 geholt, das war auch vom Preis her ganz okay mit den Bonis und das haben wir uns dann natürlich auch noch mitgesnackt. Hier seht ihr gerade noch, wie wir 6.7. von unseren Equipment ändern. Ich habe momentan mit 6.7. so verdammt viel Pech, ich kriege da so gut wie kein AW rein. Wenn ich AW reinbekomme, kommt da 8 AW rein, I don't know. So mindestens 30 AW würde ich halt schon gerne haben, aber momentan will das wirklich einfach ganz und gar nicht. Wie sieht denn da eure Bilanz aus, wenn ihr 6er, 7er switcht? Switcht ihr die mit normalen Segnungen? Tut ihr das Free-to-Play machen nur mit kleinen Segnungen? Für die Leute, die die droppen können auf ihren Servern, schreibt mir das mal in die Kommentare und schreibt mir auch mal rein, wie da eure Bilanz ist. Habt ihr da Lack drin? Habt ihr keinen Lack drin? Weil momentan bei mir sieht es überhaupt nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich hier wieder die Tombola am Start. Hier können wir diesmal ein bisschen würfeln, weil wir ein bisschen der ja noch hatten. Nicht so wie die letzten Male. Und da versuchen wir natürlich auf den Tali zu drehen. Hat tatsächlich in diesem Clip nicht so wunderbar geklappt. Da haben wir hier so eine Gaia-Sportschasse bekommen. 500 Gaia. Ich dachte, komm, nimm mal die mit, die können wir verkaufen. Ende vom Lied, das Ding ist nicht handelbar. Dann habe ich wieder komplett reingeschissen. Man kennt es halt, ne? Ich wusste nicht, dass das nicht handelbar ist. So habe ich halt ein bisschen jetzt gelitten, kann man nichts anderes machen. Aber damit kommen wir schon tatsächlich zum Ende der Folge. Die nächste Folge wird dann ein bisschen länger gehen, versprochen, keine Sorge. Ihr seht jetzt noch, wie wir unseren Shop einmal gestellt haben, was wir da drin haben. Der Gutschein, ja. Aber nee, nichtsdestotrotz, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und lasst euch morgen die Arbeiten nicht ärgern. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, haut raus, euer SlowDMG.